Oh Leute, ich bin so gespannt, ne? Das ist ja ziemlich abgefahren. Ziemlich freaky in letzter Zeit. Schauen wir mal. Also wir müssen viel zu viel einstecken. Komm, Schuhkarton. Community-Treffen können wir gerne im Sommer mal machen oder so. Das können wir gerne machen. Am besten hier. Und dann können wir schön in den Park gehen. Ja, nix los auf der Arbeit. Hast du es mit dem Koska klären können, mit dem Reinigungsattest? Wir haben noch kurz getroffen am Auto. Und, wir können da nichts machen. So. Alles klar, Herr Kommissar. So. Siehst du, jetzt haben zwei Leute abonniert. Krieg ich gar nicht angezeigt hier. Na, ist egal, komm. Wir gehen. ECD meinst du, ja? Nicht Code. Ja, aber cool. Dann ist ja alles in bester Ordnung. So, erreiche den Parliament Tower. Okay, wir müssen wieder gehen. Dann muss ich erstmal wieder die Szene umschreiben. Ich glaube, hier war das, ne? Kult des Wortes. Dass ich hier wieder rauskomme. Nee. Die Handlung formte die Welt um mich herum. Verdammt. Ah ja. Ja gut, das Ding war letztes Jahr im Mai war das, war der gereinigt, ne? Muss ja im System hinterlegt sein. Ah ja. Jetzt komme ich raus. Oh, Werbung für die Nicht-Abonnenten. Was, Fernseh? So, Licht aus. Parliament Tower, welcher war das denn? War das der da? Gehen wir mal gucken. Oh, mach das Licht aus. Da kommen gleich wieder die fiesen Schatten. Oh, fuck. Ich höre sie schon. Oh. Haut ab. Haut ab. Oh. Oh. Hilfe. Renn. Renn doch schneller. Ich atme mich nicht. Ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schocki. Oh, fuck. Jetzt muss ich da durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, apropos voll mit Schoki. Also Schoki habe ich keine gegessen. Aber aufgrund gewisser Umstände musste ich heute mal wieder zur Goldenen Möwe. Hallo? Hallo? Wo ich seit Jahren nicht mehr war. Und Scratch auch nicht. Alter Schwede, sind die teuer geworden, ne? Sie sind ich? Ich verstehe. Gut, ich hatte Big Mac, Royal Käse und es gibt einen neuen Royal Smoky. Den musste ich probieren. Hey, das waren 17,90 Euro. Ah, da bin ich günstiger, wenn ich zum Griechen runtergehe und mir da so eine keine Ahnung, was für eine Platte kaufe. Also sowas? Unglaublich. Und dann, keine Ahnung, 1600 Kalorien oder so, ne? Alter. Ja, krass, Toffel, wirklich. Also vergiss es. Vergiss es. Ich war... Also früher war ja ein Cheeseburger 1 Euro. Und dann habe ich noch erlebt, 1,29 Euro und dann war ich schon gar nicht mehr bei Mc's. Das Ding kostet 2,39 Euro für einen Cheeseburger. Was? Was war das? Ich bin den Spuren gefolgt, die er für mich hinterlässt. Rede schneller. Lege die Fotos aus dem Keller des Talkshow-Studios in den Schuhkarton auf dem Plaza.
Statue? Ja, aber echt, Toffel. Aber echt. Ah, das ist krank. Das ist wirklich krank. Die Statue da. Oh, das sind aber wieder... böse... Buben. Ah, noch mehr. Komm, lass mich durch. Wo sind die Statue? Ach, da. Schnell. Lauf, 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 lauf. Boah. Die machen mir schon ein bisschen Schiss, ne? Muss ich jetzt mal so nebenbei erwähnen. Oh. Könnte es das schon gewesen sein mit Ellen? Ja, aber ohne... Ja, genau, das war's. Aber ohne Scheißtoffel, wenn ich hier zum Griechen gehe und hol mir... Ich weiß mehr, wie die Platte heißt, wo ich mir da mal hole, ab und zu. Es sind drei verschiedene Fleischsorten und Beilagen, bla bla bla. Mit Salat dabei natürlich. Da bist du mit 13 Euro bist du dabei. Und bist satt und bleibst satt. Also... Ich weiß da nicht. Na, ja, wir haben sogar noch ein bisschen Platz. Ja, geil. Dann geht's jetzt ins Endgame. Sau gut. Komm, wir gehen mal raus hier. Oh, hallo. Hi. Was geht? Außer Hefe. Ja, ich auch. Ich mache ja Diät jetzt schon seit 4 Wochen, ne? Und, was heißt Diät? Ich passe halt auf. Sprich, ich zähle meine Kalorien in so einer App. Und wo ich die 3 Burger eben eingegeben habe. Alter Schwede, das Ding ist bald ausgeflippt. Überall rot, rot, rot. Ne, ich darf ja ungefähr 2400 Kalorien pro Tag. Weil ich halt einfach ein riesiges Tier bin. Und bin eigentlich immer, beim Frühstück bin ich unter meinen Kalorien, beim Mittagessen bin ich unter meinen Kalorien und jetzt beim Abendessen, boah, ich glaube 160 drüber oder so, irgendwie sowas. Krass. Also brauchen wir Wake, um die Geschichte in Ordnung zu bringen. Das hat sich nicht geändert. So, Endgame. Die Sache sieht so aus. Wake sitzt noch im dunklen Ort unter dem See fest. Mit dem Klicker können wir ihn befreien. Aber zuerst brauchen wir ein Kunstwerk. Etwas anderes als seine Geschichte, das ihn hierher bringt. Ich kümmere mich nicht um den Papierkram. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte. Aber ich bin dabei. Okay. Ich habe das Gefühl, wenn wir erst einmal damit anfangen, gibt es kein Zurück mehr. Sie wissen doch, was Sie da tun, oder? Ja, sicher. Also ich hab mir das überlegt. Wir werden jetzt nicht da durch die ganzen Level rennen und noch die Armbrust holen und die ganzen kleinen Rätsel da machen und so. Nö. Wir spielen jetzt einfach weiter. Und dann, FBI, open up! Zeus, guten Tag. Oh. Achso. Ich hab schon gespeichert. Ich bin jetzt bereit, zum Cauldron Lake zu gehen. Starten wir mit dem Plan. Ja, ballern was durch und dann können wir das nächste Spiel starten. Was brauchen Sie von uns? Ich gehe mit dem Plan. Na, Zeus, wie ist es? Gute Runde gehabt gestern, ne? Sie werden Verstärkung brauchen. 100% Siegesserie habe ich gesehen. Esteves, wie sollen wir das Lichtfeld zum See bringen? Kein Problem, ich kümmere mich darum. Und wir bringen unseren mobilen Sicherheitscontainer mit. Er wurde speziell für Wesen wie Scratch entwickelt. Und dieses Kunstwerk hier, Anderson, was haben Sie damit vor? Mr. Anderson. Wir treffen uns beim Cauldron Lake. Oh, okay. Auf zum Cauldron Lake. Ab ins Auto. Können wir nicht da lang gehen?
Thor, ich brauche die Old Gods of Asgard. Ich brauche ein besonderes Lied. Ja, ich finde das auch geil. Wenn so die ganzen Leute da sind, die ganzen Stammgäste. Macht richtig Spaß dann. Sie haben das kommen sehen, oder? Sehr gut, Zeus, sehr gut. Natürlich. Ich brauche ein Lied über Alan Wake. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, Zeus, ob ich das erwähnt habe. Ich werde das wohl so machen, dass ich sonntags Streams mit anderen zusammen mache. Ne, dass wir da auch mal vorankommen. Sprich, Montag und Donnerstag bin ich hier allein unterwegs und sonntags machen wir irgendwas, wo jeder einsteigen kann. Ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Format. Weil es macht ja auch Spaß, zusammen zu zocken, ne? Bisschen dumm Zeug machen und so. Also solange man nicht gegeneinander zockt, ist alles toll. Hör mir einmal zu, bitte. Du hast mich verlassen. Und mir meine Listen to this. Und dann hast du... Sie ist... Sie ist deinetwegen tot. Und ich will... So, nur sonntags. Also die Grundidee dahinter ist viel Zeit. Aber die habe ich halt auch nicht immer, ne? Diesen Sonntag zum Beispiel nicht. Da bin ich auf dem Geburtstag. Da wird es dann ein bisschen später, bis ich komme. Das Wochenende drauf ist mein Sohn bei mir. Also da wird es dann auch, keine Ahnung, 18 Uhr oder so, bis ich online kommen kann. Aber dann haben wir ja immer noch ein paar Stündchen Zeit, ne? Ja, und wenn dann mal ein Sonntag ist, wo ich nichts vorhab, dann kann man auch mittags schon anfangen und kann dann auch vielleicht mit mehreren Personen nacheinander irgendwas machen. Warum hat sie jetzt die Knarre genommen? Ich will... Ach so. Oh, da habe ich aber wenig Munition. Warum? Nehmen wir doch lieber das. So, was war das jetzt hier? Das ist zu viel. Komm. Oh, ich höre schon wieder Alarm. Alarm. Komm, ist toll. Da gebe ich dir recht. Tolle Erfindung der Natur. Das ist der falsche Weg. Ich muss zurück zu meinem Fall. Hä? Das war doch die Abkürzung. Nee, hier. Ich war verkehrt. Wir sollen ans Seeufer, okay. Warte mal, können wir hier nicht abkürzen? War das nicht so? Ah, da unten wäre die Abkürzung gewesen. Die ist aber zu. Ah, das macht ihr doch mit Absicht. Okay. Hä? Okay, doch da lang. Mia. SU-27 ist das... Ist das nicht diese ganz dünne Maschine, wo meistens vorne an der Spitze so ein Maul drauf lackiert ist? Wie gesagt, ich bin da nicht so drin. Aber ich meine, das wäre so. Also das wäre die Maschine. Ja, ich bin da. Hallo. Und irgendwas gedroppt für mich? Nein. Okay. Dann gehen wir weiter. Ist so dunkel, oder? Komm, wir machen Licht an.
Ja, kannst mal ein Bild reinhauen in Discord. Das sind Thor und Odin. Vielleicht sollte ich mich melden. Kleine, wir sind fast beim Gig. Und Odin hat 4 Schergen der Dunkelheit überfahren. Der Bus ist der Hammer. Ich fahre mit einer Hand. Wir treffen uns bei der Küste. Ist das Lied bereit? Ah, da sind sie. Komm, rette deine Seele. Cool. Der bahnt uns einen neuen Weg. Quasi. Ei. Unfall gehabt. Fahr vorsichtig, Opa. Oh, sie nennt ihn zum ersten Mal Opa. Sie hat es akzeptiert. Ganz schön verrückte Art zu fahren. Hätte mich auch mitnehmen können, ne? Was ist eine Geräuschkulisse, ey? Der macht alles kaputt. Jo. Oh. Ich höre was. Irgendwo. Ach, hier. Fuck. Komm. Trau dich. Was ist 7? Minus 2? Plus 3? Ah, jetzt treff doch. Bam, in your face. Jawoll. Okay. Haufen Munition verschwendet. Ja, eine Rechenaufgabe haben wir da gesehen, ne? Also 5 plus 3 ist 8. Guck mal, das 6 plus 2 ist 8. Ist hier eine Kiste versteckt irgendwo? Oh, hier geht's gar nicht weiter. Da muss ich wohl da hoch. Ich höre schon wieder Dinge. Eieieiei. Weiß noch nicht. Aber so wie es aussieht, wird Toffel das entscheiden. Also können wir mal ausgehen von Wreckfest oder Fortnite oder War Thunder. Noch eine dieser Kultkisten. Ah, guck mal, 3 plus 3, 6. Also 8, 8, 6. Wenn das bei Teufel klappt, weiß ich nicht. Das war, stand mal im Raum. Breakfast oder Fortnite werden wohl die ersten Sachen werden. Ah ja, okay, super. Stein, Stein, Baum. Also 8, 6, 8. 8, 6, 8. Ah nee, dumm. Fünf. Oh, verdammt. Welche Reihenfolge? Stein, Stein, Baum. Also. Wir haben hier die 6. Da unten haben wir die 5 und hier haben wir die 8.
Also 5, 6, 8 probieren wir mal. Halt, hier. Wo sind wir? Da. Ah, den haben wir schon probiert. 5, 6, 8. Dann machen wir 6, 5, 8. Hahaha. So. Medikit. Dingens und Bummens. So, wunderbar. Und geht's hier jetzt weiter oder? Ah ja, hier. Für Fortnite! Das Mikro mal ein bisschen aus dem Weg hier, dass man auch mal ein wunderschönes Gesicht sieht. Der Sicherheitscontainer sind bereit, Anderson. Wunderbar. Sind Thor und Odin schon da? Die zwei Odis? Sie sind hier und haben Schnaps mit. Ich liebe sie jetzt schon. Sie sind eigen. Sie wollten wissen, welche Kunst wir verwenden. Nun, Sie... Holzschneider. Ich bin gleich da. Nein, immer Schraubenzieher. Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Also ich habe ihn am Montag, habe ich ihn bei Grottemoldig im Stream erwischt. Da war ich nämlich auch gerade drin, bevor ich dann gestartet habe. Und da wollte ich gerade rausgehen, da kam Maverick rein. Habe ich auch schon gedacht. Ah. Hat er gleich reingeschrieben. Ed Maverick erwischt. Der moderiert fremd. Ich habe noch nie Fortnite gezockt, Zeus. Noch nie. Ich habe es installiert schon. Und habe es noch einmal kurz gestartet, nur um die Grafik einzustellen. Oder zu gucken, was man alles einstellen kann, sagen wir mal so. Und dann habe ich es wieder ausgemacht. Habe es noch nicht gestartet. Und ohne Bauen machen wir. Das haben wir schon vor längerem besprochen. Ich glaube, ich nehme das Ding jetzt trotzdem, ne? Auch wenn es zu viel ist. Aber mit halber Energie ist das nur die halbe Miete quasi. Ja, ja, richtig, richtig. Maverick ist bei sehr vielen Leuten Mod. Deswegen hat er auch Chatterino offen, wo er dann mehrere Chats dann als Tab geöffnet hat. Damit er das alles mitkriegt. Zack. Oh, die wollte gerade Schabernack treiben mit mir. Oder wird das erst recht lustig? Mach gerade ein paar Custom-Einstellungen falsch. Ich mach mal wieder Custom-Games in War Thunder machen will. Alter, was ist das für ein Satzbau? Ich will auch schon so viel getrunken haben wie du. Irgendwas zu looten? Geht weg. Mal, vielleicht können wir da unten... Ah ne, hier hatten wir schon, das Rätsel gelöst, ne? Aber wir können da trotzdem mal einen Blick reinwerfen. Ah, falsch rum. Oh, hörst du es? Geben die dann ein Konzert? Die Old Gods of Asgard? Ah, geht gar nicht. Das klingt ja schon wieder geil. War heute echt hart auf der Arbeit. Vielleicht hast du einen Schlaganfall. Pass auf. Wo haben sie was aufgebaut? Geil. Live-Musik. Ja, aber bei mir war es auch heftig. War sehr stressig und wild heute. Vor allem die letzten 3 Stunden. Boah, da ging es richtig rund. Aber ja. Da sind sie.
Beschwörung. Munition. Immer gut. Richte ich die Lichter für dich auf die Besessenen. Schlechte Neuigkeiten. Wir haben es eilig und der Schlaf ist los. Grottemolch, einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für dein Raid. Wir starten das Endgame. Würde ich ja hoffen. Shredman. Aha. Aha. Da noch mal kurz in die Kisten gucken, ne? Oh, ich glaube, das wird ganz schön wild hier. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Sam Lake macht DJ da oben. DJ Lake at Cauldron Lake. Okay. Fangen wir an. Warte. Erstmal noch ein bisschen vapen. Jawollo. Bin auch schon ganz, ganz hyped auf das Lied. Was sie so bisher präsentiert haben, wieder ziemlich cool. Ich weiß zwar nicht, warum er Double Bass hat, weil das spielen Rockmusik, aber es sieht halt geil aus. Du gibst mir das Signal, sobald das Lied fertig ist. Und ich verwende den Klicker, um Wake zurückzuholen. Los geht's! Jo. 1, 2, 3, 4. Schön, hier heute so viele Bundesbeamte zu sehen. Bereitet euch auf einen seelenzerreißenden, bewusstseinsverändernden Akt schwarzer Magie und Zauberei vor. Wir haben diesen Song für unseren gequälten Lieblingsschriftsteller geschrieben. Lasst euch aus der Dunkelheit führen. Der Song heißt... Ja, komm. Oh, da war eine kleine Double Bass. Du lässt mich versagen wie ein Affe aussehen, Alter. Was macht denn? Das ist so ein Schutzraum. Oh. Ich glaube, da kommt Besuch. Aber wieder geil gemacht, ey. Ich will auch ein T-Shirt. Wo? Aua. Da. Hey. Ah, da brauche ich jetzt gar nicht meine Taschenlampe zu benutzen. Es geht auch so. Cool. Boah, geil. Quasi ein One-Hit-Wonder. Komm, ich will aber nochmal hier... Schrotflinte. Oh, lad doch schneller. Oh, oh, oh. Komm. Jawollo. So, hier. Mal looten, was sie da haben fallen lassen.
Ah, kein Platz. Alles einstecken. So, kommt her, Leute. Wow. Oh, kann ich jetzt nichts einsammeln? Oh, egal. Da liegt was. Hier war doch auch noch was, ne? Jo, danke. Jawoll. Wo? Wow. Hallo, da geht's rund. Ich habe noch keinen Kratzer. Wie kann das denn sein? Eine Lieferung für dich, Anderson. Danke. Ich hab sie erwischt, Anderson. Komm, komm, nimm, nimm. Oh, jetzt habe ich einen Kratzer. Komm her. Hey. Oh, geil. Drei Stück mit einem Schuss. Rock'n'Roll ist aber jetzt schon fast wieder falsch. Oh. Oh, Dead Island 2 ist mit Game Pass drin. Ja, cool. Also den habe ich dieses Jahr noch gar nicht gehabt, den Game Pass, ne? Muss ich auch mal wiederholen. Ne, Forza habe ich ja gekauft. Das Alan Wake habe ich zu der Grafikkarte dazu gekriegt. Warum hat's nicht geklappt? Ich habe alles richtig gemacht. Erst die Kunst und dann der Klicker. Ja, da sollen einige gute Sachen im Game Pass drin sein im Moment. Also wo ist er, verdammt? Ja, geil. Endlich mal ein bisschen Geballer hier.